Ja, hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3 im zweiten Akt. Und ich verteile gerade mal meine Larven noch. Sonst vergesse ich das wieder. Sie kriegt einmal das hier und einmal bezaubern. Und Astarion ist ja auch damit einverstanden, die zu benutzen. Deswegen aktivieren wir das bei ihm auch mal. Let's move. So, ich habe unseren beiden Herren jetzt eine Fackel gegeben, aus Gründen. Sehen wir gleich. Dann wir gehen jetzt diese Straße weiter nach unten, Richtung Gasthaus des letzten Lichtes. Letzten Lichtes, was? Ja. Und hier wären wir jetzt beinahe in eine kleine Falle getappt. Ich bin heute echt gut im Reden. In eine kleine Falle, beziehungsweise Hinterhalt geraten. Mit diesen kleinen Gremlins. Und jemand hat hier ein Versteck entdeckt. Irgendeiner der Steine hier. Wieso leuchtet das jetzt nicht mehr da? Sonst vergesse ich das hinterher noch. Schlüssel zur Zapfertruhe. Achso, ach, ist wieder nur so ein Schlüssel, den ich nicht brauche. Na gut. Okay, dann wollen wir doch mal angreifen. Du bist doch im Vorteil, wir überraschen die doch erst. Damit. Sehr gut. Geht kein zweites Mal. Now they see me. Moment, Moment, Moment. Er hat momentan den Bogen. Weil hier müssen wir jetzt aufpassen. Wenn ich mich nämlich zu den Gegnern bewege und weg von... Also sie hat ja Licht. Sie hat Licht, oder wenn ich die Fackel wegstecke, zum Beispiel zum Bogen greife und mich aber dann wegbewege von den beiden, bin ich natürlich im Schattenfluch. Daher braucht er die Fackel und will auch. So, die Flöte. Und was nehmen wir denn Schönes? Ein Großschwert. Weicht man nicht in die Wolke zaubern? Schön. Man könnte meinen, ich hätte den Kampf geübt, weil ich eine Fehlaufnahme hatte und das alles gerade nochmal machen muss. Wie kein Ziel. Das würde mich auch treffen, ne? Schade. Wait
I go from here? Läuft gut. Ich meine, das war jetzt ein Fehlschlag, aber ansonsten war doch schon gar nicht so schlecht. Schade. Also so geht's natürlich auch. Er drosselt. Okay, ja. Das ist der lustige Angriff von diesen Dingern. Die können erdrosseln und dann teleportieren sie mit einem. Also, das sieht mir jetzt gerade gar nicht so gut, aber sie haben einen an so einer magischen Schnur um den Hals. Und wenn man nämlich dann im Schatten steht mit denen, hat man natürlich den Schattenfluch dann noch drauf. Deswegen hat er eine Fackel in der Hand. Auch wir wurden wegteleportiert. So, mit der... Ah, meine Flöte kommt dann mit. Interessant. Mach ich doch mal verteidigen im Nahkampf. Und nochmal normal. Sehr schön. Die haben jetzt nicht so den spannenden Loot, ne? Wohin? Das hilft dir auch nicht mehr. Oh, warte, wo ist die denn hier? Waren wir in dem Haus schon drin? War das das Hinterhalthaus von der Karawane? Ich glaube schon. Da ist auch noch schwarze Oleander. So, bist du denn da hinten? Weg ist unterbrochen. Ja, das ist halt ein bisschen weit für wir. Sorry, Schattenherz. Oh, wieso habe ich Schattenfluch? Ich habe doch meine Waffe. Leuchtet die nicht mehr? Hier für Licht. Ich brauche Licht. Wer von euch hat habt doch beide Licht? Hä, müsste er nicht Licht? Ach, der hat einen Bogen gerade ausgewählt. Das ist nicht gut. Aber da liegt eine brennende Fackel. dann gehe ich mal zu dir. With haste. Hallo. Schattenherz kommt schon klar. Sag ich doch. Also mein Säbel leuchtet immer noch. Müsste eigentlich Licht haben. Komisch. So, warte, dich habe ich sogar schon gelootet. Wie gesagt, sehr spannend der Loot. Aber der eigentlich ist auch da oben, die Töpfertruhe. Und hier kann man schon mal ein bisschen übers Wasser gucken. Da wollen wir noch nicht hin. So, das ist jetzt wieder das zu hoch, um da hoch zu springen. Nimm bitte mal wieder das hier.
Ein Idol von Selune. Schattenherz ist begeistert. Ich finde, dann sollten wir ihr das auch geben. Ja, bitte. Briefbeschwerer. Kriegst du. Den Schlüssel nehme ich. So, dann haben wir einmal leuchtende Handschuhe, wenn man gleisenden Schaden verursacht. Das macht eigentlich nur sie. So, und... Sie hat die Statue gleich wieder zurückgeworfen. Den Brief. Eine schlicht und schmucklose Nachricht. Mondmaid, beschütze jene von uns, die sich nicht von dir abwenden, ungeachtet aller Konsequenzen in diesem kurzen Leben. Behalte die Artefakte unserer Hingabe, bis die Zeit gekommen ist, in der wir uns erneut in aller Offenheit von deinem weißen Licht durchfluten lassen. Gewähre meinem Bruder Halfred die nötige List, um deine restlichen Relikte verbergen zu können. Möge der Name zum letzten Licht kein Omen sein. Möge dein Mondschein für immer leuchten und unsere Herzen erfüllen. Untersuche den Seluitenwiderstand. So, wir sind dem Konvoi gefolgt. Vor 100 Jahren gab es anscheinend wachsende Selunitenwiderstand. Ich bin momentan, mein Kopf ist ein bisschen matsche. Sorry, ich versuche das mit dem Lesen nochmal. Vor 100 Jahren gab es anscheinend wachsenden Selunitenwiderstand gegen die Kontrolle der Schariten über die Region. Wir sollten im Gasthaus zum letzten Licht weitere Nachforschungen anstellen. Da sind wir ja auch hin unterwegs. Ich gucke mir gerade nochmal hier runter. Das war mal eine Schmiede. Ach nee, Töpferei war es, ne? Genau. Die brauchen natürlich auch einen Ofen. Danke, dass du mir sagst, dass da eine Falle war. Sagen wir irgendwas zu den Ketten? Offensichtlich nicht. Verhörprotokoll der Harfner. Offizielles Verhörprotokoll. Verantwortliche Harfner Kalidorf Immerquell. Schreiberin Luna Shawn. CI, ihr Name. DT, Dahl Timber. Beruf Bauer Kartoffeln. Ein Bauer also. Wie viele Wachen hat Thorm an der Südmauer postiert, Dahl Timber? Was meint ihr mit Südmauer? Haltet mich nicht zum Narren, Timber. Die Südmauer von Mondaufgang. Ich weiß es nicht. Das schwöre ich. Lügner. Schreibt das auf, Luna. Thorms Spion verweigert jede Kooperation. Härtere Maßnahmen erforderlich. Ich sagte aufschreiben. Was mache ich denn nochmal aus schwarzem Orleander? Wieso finde ich da so viele von? Vier Stück. Elixier der Nekrotisch-Resistenz. Aha, sorry, das war das. Okay. Da versteckt sich eine Truhe. Entschuldige, du bist hier noch da hinten. Ich habe dich vergessen wieder. An die Gruppe zu heften. Warte, wir sind da unten. Das war mal nicht seine Schuld, das war meine Schuld. Ein Ring. Ring des Zwielichts. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Rüstungsklasse, während du von Schatten verschleiert bist.
Das hat natürlich jetzt der Richtige bekommen. Bewegungsrate 3 Meter. I've got a long road ahead. Ich habe immer noch ein bisschen Aua. Ach, Lisel hatte ja die ganzen kleinen Tränke, ich erinnere mich wieder. Ich gehe jetzt mal in die gegengesetzte Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Einfach auch, weil ich die Aufnahme, wie eben schon angedeutet, tatsächlich heute schon mal gemacht habe. Und ich hatte aber ein Tonproblem, deswegen nehme ich das jetzt nochmal neu auf. Und da bin ich nicht hier lang gegangen. Aber gut, eigentlich, dass ich das mache, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich sonst die Ecke hier vielleicht vergessen hätte. Ich denke mal, hier gibt es ja doch ein bisschen Loot. Und Loot ist immer gut. Dahin gehen wir allerdings noch nicht. Ganz kleinen Ticken zu weit. Euch gerade noch hier runter. Ja, hier könnten wir auch durch. Ich kann es mir schon mal zeigen. Und hier, deswegen speichert das hier auch, würde man jetzt Richtung Mondaufgang gehen. Und hier ist der Schattenfluch sehr viel stärker, sobald man diese Barriere durchschreitet. Und da reichen Fackeln nicht mehr. Und deswegen können wir da jetzt auch gar nicht weiter. Das gilt auch eben für da unten. Deswegen gehen wir weiter nach Norden Richtung Gasthaus. So, die hatten hier solche Fackeln und doch hat das nichts gebracht. Tagebuch der wahren Seele Corlys. Tag 4. Speer in die Schattenlande von Catherix Thorm ausgesandt. Ziel: Nest der Ungläubigen finden. Dorfrand erreicht. Verstörende Geräusche hallen durch die Schatten. Darf mich nicht verfolgen lassen. Mache mich bereit. Eine Lichtbarriere zum Schutz gegen lauernde Monster und tödliche Dunkelheit zu errichten. Möge die Absolute mich leiten. Ja, und da haben wir wahre Seele Corlys. Hat also nicht so wirklich was gebracht. Und hier gleich die nächsten Opfer. Und das sind alles Tieflinge. Das sammelt Marsch. Schattenherz ein. Toter Kultist. Ja, okay, genau. Die sind mit den Kultisten zusammengestoßen. Toron. Arnek. So, die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen, aber ich nehme die mal. Das ist ein Gefängnisschlüssel. Abgenutzte Schlüssel. Warum rennt mein Charakter da so hin und her? So aufgescheucht.
Achso, und ich habe übrigens meine Kleidertruhe mit den Farben ins Lager gepackt. Weil die hat auch einiges an Gewicht gehabt und ich dachte, eigentlich ist es blöd, die ganze Zeit mitzunehmen. So, und da haben wir schon einen Blick auf das Gasthaus. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. Oder beides. Wir sehen gleich. For a warm bed and full stomach, look no further. Welcome to the Last Light Inn. Das Gasthaus zum letzten Licht. No shadows here. Something must be keeping it at bay. Ja, und hier brauchen wir dann auch unsere Fackel nicht mehr eigentlich. Der Ort ist geschützt vor den Schatten. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. She helped us out in the shadows. Das ist der Typ vom Common Boy, dem wir geholfen haben. Jahira! Tja, und hier ist Jahira. Und ohne Worte werden wir erstmal gefesselt. Ich wünschte, die Leute würden einfach mal Hallo sagen. Das finde ich immer noch einer der besten Sätze, die man darauf sagen kann. Wir können auch Bade nehmen wie ungehobelt. Die Legenden haben mich mehr von der edlen Jahira erwarten lassen. Ja, Jahira ist eine Heldin in Baldur's Gate. Und die Leute, die Baldur's Gate 1 und 2 gespielt haben, können mit ihr wahrscheinlich sehr viel mehr anfangen, als ich das konnte am Anfang. Ich wusste halt überhaupt nicht, wer sie ist. Mittlerweile weiß ich's. Und ich find's eigentlich sehr cool, dass sie so einen Charakter halt aus dem ersten Spiel hier reingebracht haben. Wir sind ja nicht nur Baden und kennen uns mit Geschichten aus, sondern wir sind ja auch Baldurierin, das heißt Baldurierin. Wir kennen natürlich Jahira, wir wissen, dass sie eine Heldin ist. Ich würde trotzdem mal gerne das sagen, weil ich diesen Satz sehr gerne sage. Ich wünsche, die Leute würden einfach mal Hallo sagen. Hello. Nun. Ganz ruhig. Gebt mir eine Chance, euer Vertrauen zu verdienen. You're about to. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Aber ich bin keine wahre Seele. Glaubt mir nur keiner. Dich in dein Schicksal fügen, die Hafen ansehen, die du gerettet hast. Stärke gegen die Ranken ankämpfen. Ich habe nicht genug Stärke. Ich bin keine wahre Seele. Stop! What's she doing? She's the one who saved us! She's the one who protected the Emerald Grove. Mhm. Hallo Moll. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Save two of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss about thieving either. I'd pretty much trust her with my life. A true soul with a mind of her own? How is that possible?
Danke. Ja, zeigen wir ihr, wie das möglich ist. Mit diesem Artefakt, das Shahira zeigen, ich arbeite auf unergründliche Weise. Ihr müsst mir wohl einfach glauben. Wie gesagt, sie ist eine Heldin und wir kennen sie ja sozusagen dadurch und vertrauen ihr auch soweit. Wir zeigen ihr das Artefakt. Und wir haben die Erfahrung bei den Githyanki gemacht, dass das Artefakt sowieso zu uns zurückkommt. What in the hell is that thing? Shahira, alles sagen, was du über das Artefakt weißt. Congratulations! You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers! All clear! At ease! I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Um die Absolute in ihrem Lager zu vernichten, in den Türmen des Mondaufgangs. Ich will nur den Parasiten in meinem Kopf loswerden. Die Türme des Mondaufgangs sind mein einziger Anhaltspunkt. Och, ich bin nur auf Urlaub hier. Ich würde Nummer 2 nehmen, weil das ist ja eigentlich unsere Hauptmotivation hier mit den Parasiten. Then our interests align. We must all cure ourselves. Of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too, if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Ja, das ist Shahira. Und wir sehen uns tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen um, bevor wir ins Gasthaus gehen, denn wir haben hier zum Beispiel eine Quartiermeisterin, mit der ich natürlich direkt handeln möchte. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Wir können sie überzeugen, uns noch etwas umsonst zu geben. Cheeky. Mhm. But since you're asking. Das ist jetzt auch nicht so krass. Wir kriegen einfach ein Vorratspaket. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Aber man weiß ja nie, wie man es brauchen kann. Dann lass mal deine Waren sehen. Du kriegst erstmal das hier und das da. Und du hast einiges. Geschossfangen behalte ich mal noch. So, das Nebelwolke kann mal weg. Schwert der Schreier, will ich das vielleicht noch behalten? Ich glaube schon. So, bei ihm ist jetzt die Frage, möchte ich ihm... Ah, das wird jetzt wieder nicht verglichen, ne? Die Rüstung geben oder behalte ich die? Ich meine, die sind, finde ich, beide sehr ähnlich. Ich bekomme eins auf Heimlichkeit. Und hier gibt es auch noch eine andere Rüstung. Ich behalte erstmal die hier. Dann haben wir hier das Amulett der Hafner, das ich eigentlich ganz cool finde. Es gibt ein Schild. Und genau, wir haben Umhang des Schutzes. Den schnappe ich mir natürlich. Weil ich habe bisher gar keinen Umhang. Tada! Sie dreht sich gerade nicht. Rüstungsklasse plus 1 und Rettungswurf plus 1. Ein Kürbis. So, sie hat schöne Farben, die habe ich aber auch alle. Ich glaube, Ozean soll ich mal mitnehmen noch.
Haaren vielleicht ein bisschen schwarz und die Haare grün. Machen wir mal 3. Und meine Nase kribbelt. So, wer hatte denn sonst noch was? Oh Mann, ich habe irgendwas in die Nase gekriegt. Verdammt. Genau, ich würde nämlich, glaube ich, das Amulett des Gesandten ausziehen bei ihr und dann das mit dem Schutzschild das Amulett anziehen. Das ist deine Waffe, die verkaufen wir nicht. Die Stiefel. Ach, erstmal noch nicht. Take care now. So. Verdammt gruselig hier. Hey! That's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the god's damned help we can get. Ja, Ulfred. Ulfred wütend anfunkeln. You got a name? Nein, Gedankenschwinde haben so etwas nicht. Tilly von Tautropf Wuschelzen. Good. Wouldn't want to get it wrong in your eulogy. Shut up. And you? Keep walking. Was ein netter Mensch. Can't chat. I need to reinforce the barricade. Oh, wir haben dasselbe Tattoo. So. Dann haben wir hier eine Schmiede. Mit einem Schmied, der uns doch irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt, oder nicht? Deswegen gehen wir mal ganz fix ins Lager und holen Karlach in die Gruppe. Dazu muss ich natürlich wie immer jemanden rausschmeißen. Ich werde Will, glaube ich, rauswerfen. Schattenherz brauche ich dringender. Well met. Ich möchte, dass ihr vorerst im Lager auf mich wartet. Are you sure? Yep. Ach so, und wir reden mal eben noch kurz mit Helsin. Jetzt, wo wir hier sind. The Shadow Curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Das wäre auch schön. Nun sind wir mitten im Schattenfluch. Könnt ihr mir irgendwas dazu sagen, wie man ihn bricht? This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations, but since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. Junge mit Wald in den Augen, merken wir uns. Mal sehen, was ich herausfinde. Oakfather shield you, my friend. Fühlt ihr euch hier mit uns immer noch zu Hause? Die Umgebung ist wohl nicht mehr so idyllisch. It's not easy seeing the ravages of the Shadow Curse. But your camp is a most welcome solace. You've shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness.
but one I couldn't do without. Thank you. Keine Ursache. Kann ich euch denn vielleicht irgendwie von allem ablenken? I can think of a thing or two. But in truth, it is for the best that the curse consumes my thoughts for now. This is the best chance I've had in a century. I cannot squander it. But if I succeed, if I break the curse, then perhaps there will be time for myself again. And for others. Das merken wir uns natürlich. Ja, damit haben wir nämlich auch die Quest jetzt bekommen, dass wir den Fluch brechen können, wenn wir Daniel finden. Schön, dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Hier ist irgendwie Wasser. Und Gail hat sein Zelt im Wasser stehen. Er ist ständig nass. Ich hoffe, er holt sich keine Blasenentzündung. Aber ich glaube, das passiert Männern auch eher selten, oder? Okay. Kalach. Komm mal mit mir, meine Liebe. Oh, hi. Hell yes. Attention! Er hat auch einen Stufenaufstieg, den machen wir schnell. Das ist nämlich auch nicht viel. Klassenmerkmal wilder Instinkt kriegt sie jetzt. Du hast einen Instinkt aufs Äußerste geschärft. Du erhältst einen Bonus von plus 3 auf Initiativ und kannst nicht überrascht werden. So, und wir gucken mal eben, sie hat auch noch ganz viel im Inventar, das verkaufen wir gleich. Habe ich einen Ring oder so für dich? Warte mal, du hast momentan diesen Schutz vor Gut und Böse, ist unglaublich, ja. Geschossdingens will ich bei dir vielleicht nicht unbedingt. 3 Meter Bewegungsrate? Ja, okay. Man könnte natürlich, warte mal, das ist ja einmal pro Zug kannst du der... Ach nee, das war das mit dem Sprung. Den fand ich eigentlich cool. Ja, okay, dann machen wir bei ihr Bewegungsrate und den Sprung. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Achso, die 2 Dinge muss ich noch ins Lager packen, die Farben. Ja. Und habe ich ja noch nie von ihr gehört. Ich habe also meistens immer im Lager mich auch nicht mit meinen Gruppenmitgliedern bewegt. Das sollte ich, glaube ich, echt öfter mal machen. Geh mal hier ran. Was ich nicht verstehe, warum das hier, das Essen, sich nicht mehr automatisch in den Reiserucksack packt. Dafür habe ich den eigentlich da drin. So, und dann habe ich die Kleidertruhe da drin. Ich brauche noch einen... Ach, das wollte ich nicht nehmen. Ach ja, warte, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bräuchte noch... Ein Rucksack vielleicht. Ich kann mal noch einen zweiten Reiserucksack hier reinpacken. Vielleicht sortiert sich, vielleicht ist der schon so voll in Anführungsstrichen. Den Alchemiebeutel kann man, glaube ich, sowas nicht reinpacken, oder? Nee. Packen wir es mal hier hin. Machen wir es so rum. Und du nimmst dir mal die 2 Sachen noch mit zum Verkaufen. At least things have stayed interesting. Oh my God, soldier. That's Jahira. The Jahira. Sie lebte in der Stadt, nicht wahr? Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jahira was a powerful druid.
adamant, tough. I've told myself those stories a thousand times since. I never thought I'd meet Jahira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Ja, Karlach ist Jahira-Fangirl Nummer 1. So, und dann gehen wir doch mal zum Schmied Demon. Wir kennen ihn doch. Karlach, I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them, hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad news. Lass die Gute hören, raus mit der schlechten Kunde. Was wollt ihr zuerst hören, Karla? The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlach to... touch people! Exactly! Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing! Hang on! I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Ja, dann gibt ihm das Eisen. Fixen wir erstmal Karlach. Well. All right. It shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Tja, hat es funktioniert? Deine Hand auf sie legen, sie fest umarmen, sie küssen, stockstill stehen. Ich kann halt auch nicht jeden romancen, Mann. Ich finde, eine Umarmung hat sie sowas von verdient nach all den Jahren, ohne jemand anfassen zu können. Das machen wir auf jeden Fall. Thank you. Can we go to bed now? Hold on, Karlach. There's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Ja, das ist leider die schlechte Nachricht. Entweder die Hölle oder sterben. Aber eins nach dem anderen, Karlach. Ihr könnt wieder berühren, das müssen wir feiern.
Oder danke, Damon. Das sowieso. Dann müssen wir das unvermeidlich vermeidlich machen. Ich sag dazu nichts. Right? All this doom and gloom. I have something far more exciting on my mind than this bloody tin box. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, all right? Ja, das Teufelsherz. Bittersweet. Machen wir das dann? Soll er das nicht auch so ein Ausrufezeichen haben? Achso, ich hab das, Kardachs Herz wurde noch einmal verbessert, aber Damon hatte schlechte Nachrichten. Außerhalb der Höhle kann ihr Herz nicht mehr lange funktionieren. Kardach stirbt, wenn sie nicht nach Avernus zurückkehrt. Ah. So, hebe den Schattenfluch auf. Ach, Kardach. Jetzt will ich sie auch romancen. Mann. Sie, Helsin. Ach, ihr will es einfach nur. Nein. Denn ich werde den so storymäßig ganz in der Gruppe aufnehmen, aber ich glaube nicht, dass Romance eine Option ist. Ich glaube, es läuft momentan echt so Richtung Kana oder Helsin. Oder Gale wieder, aber Gale hatte ich ja nicht schon. Das ist so schwierig. This is the best day. The best day. Ich freue mich so für euch, für uns beide, ehrlich gesagt. Das geht natürlich dann in besagte Richtung. Ich freue mich so für euch, Kardach. I'm so happy for me too. Now, I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Das ist eigentlich perfekt mit der Kardach, oder? Man friert nachts nicht mehr. Ich bin jemand, der immer kalte Füße nachts hat. Was ist mit dem, was Damon über eure Maschine gesagt hat? Wir müssen euch zurück nach Avernus bringen, sonst geht sie hoch. Ich will jetzt eigentlich nicht schon wieder die Stimmung versauen, ne? Aber ich sag das trotzdem mal. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live a thousand years in the Hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. Ja, aber das sollte man sich merken. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. Es wäre nicht für immer, ihr könnt einfach so lange zurückgehen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Das wäre natürlich sehr optimistisch. Aber ich will, dass ihr lebt. Ich respektiere eure Entscheidung. Ich bin ja so ein, manchmal schon so ein ewiger Optimist. Ich würde fast wahrscheinlich das sagen. Damon, there is no solution. It's hell or bust. I choose bust. But I don't want to talk about this now. Yeah. I've been given a huge gift. I can touch the people I love for the first time in a decade. And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Ja, ich habe nichts gesagt. Deswegen, ja, das werde ich jetzt nicht sagen. Denkt ihr wenigstens darüber nach, zurückzukehren, bevor es zu spät ist. Also gut, ich spreche davon erstmal nicht mehr. Ihr seid so stolz, das reibe ich in den Wahnsinn. Nee. Thanks, Soldier. I just want to celebrate this. At least for a little. Das ist doch sehr verständlich.
Ja, und wir gehen gerade hier nochmal rein. Denn hier ist noch jemand, den wir kennen. Der seltsame Ochse. Auch aus dem Hain. Und ich habe vergessen, mit Tiere sprechen zu zaubern. Sekunde. No, still incapable. Immer noch unfähig? Mann. Ich gebe dir gleich unfähig. Ich kenne dich aus dem Druidenhain. Bist du jetzt bereit, dein Geheimnis zu offenbaren? Not for you to know. Überzeugen, Wahrnehmung, Natur. Ich nehme Überzeugen, habe ich die meisten Punkte drin? Bitte, ich bin so neugierig. Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? Nun, wenn das Ochsengedanken sind, fresse ich einen Besen. Was bist du wirklich? Keep quiet, and you won't have to find out. Was immer du bist, zeig dich gefällig sofort. Ich sage mal, also ich denke, das führt beides zu einem Angriff, deswegen sage ich, dein Geheimnis, was immer es ist, ist bei mir sicher. Ich möchte es diesmal anders machen als das letzte Mal. Good little hero. Bin nämlich gespannt, ob man was mit dem Ochsen noch passiert. Das werden wir schauen. Ja, und beim nächsten Mal gehen wir dann in die Taverne rein, in das Gasthaus und ja, schauen uns da ein bisschen um und reden nochmal mit Shahira. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.